Und die neue Single heißt Pizzaschachteln. Und die wird jetzt live für Sie hier bei TV Total spielen. Ich begrüße Sie recht herzlich, Clüso! Man könnte meinen, dass die Bombe in meinem Zimmer ziemlich gesplittert ist. Doch ich finde immer noch einen alten Pullover, der noch nicht so doll zerknittert ist. Die Welt da draußen ist nach außen so sauber, und das erschüttert mich. Ich finde es schlimmer, wenn du innerlich verkümmerst und dadurch verbittert bist. Pizzaschachteln stauen sich, jeder weiß, dass es bei mir staubig ist. Ich mein, aufzuräumen ist kein Problem, nur ich glaub, ich trau mich nicht. Oh, oh, wieso und wieso und wieso und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Wieso und wieso und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Wieso und wieso und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Wieso und wieso und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Wieso und wieso und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Oh ja! Aufzuräumen ist kein Problem. 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 Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Clüso, meine Damen und Herren, aus dem Album, gute Musik. Hallo, herzlich willkommen. Clüso, das ist die aktuelle Single. Pizzaschachteln heißt sie. Und das ist das Album, es heißt gute Musik. Da sind auch Titel, da ist auch der Titel drauf, den du beim Bundesvision Song Contest gesungen hast, oder? Genau, der ist auch drauf. Wie war die Erfahrung danach? Hat das was für dich gebracht, der Bundesvision Song Contest? Ja, war krass. Also die Konzerte sind noch voll jetzt. Und ach echt? Ja. Das hat sich also nee, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Also wir waren vorher schon in unserer Gegend auf jeden Fall bekannt, aber es hat auf jeden Fall ganz schön einen Schub gemacht. So. Ja, du kommst aus Erfurt. Genau. Und du hast dich jetzt so langsam peu à peu immer weiter hochgearbeitet. Vor wie vielen Leuten spielst du mittlerweile? Also in unserer Gegend vor 1000 bis 2000 oder 900 Leuten. Und wir spielen aber auch in Kleinclubs, weil da kommen wir eigentlich her aus Kleinclubs und gehen das auch gerne zurück, dass wir da wieder spielen. Und so in der du warst jetzt wieder mal auf Tour, da hast du auch schon das letzte Mal von erzählt. Im letzten Jahr warst du auch auf Tour für das Goethe-Institut. Ja?
Das heißt, das Goethe-Institut finanziert deutschsprachige Musiker im Wesentlichen, ja? Die dann im Ausland spielen. Und genau. Vor was für ein Publikum spielt man da? Du warst in Südostasien und in Australien? Genau. In Singapur waren wir und Malaysia und Australien. Ja. Und im Wesentlichen in deutschen Schulen und Kulturstätten? Nee, das ist in normalen Schulen dort. Die lernen praktisch Deutsch als Fremdsprache, wie Englisch so ungefähr. Und dann sitzen da auch Schüler und Studenten und unser Englisch ist scheiße, deswegen können die ganz locker Deutsch reden. So. Okay, verstehe. Und wir versuchen mit denen zusammen halt Gedichte zu schreiben und Musik zu machen in erster Linie. So. Wie lange warst du da unterwegs? Jetzt einen Monat lang. Einen Monat lang? Genau. In welchen Ländern wart ihr überall? In Singapur, in Malaysia und Australien waren wir jetzt. Und vorher waren wir in Neuseeland, in Australien und... Mein Gott. Und da zahlt das alles? Das Goethe-Institut, Goethe. Der Goethe, der hat's ja. Ja, der hat ja einen Bestseller nach dem anderen geschrieben. Ja, da klingelt's ja in der Kasse. Wo hat's dir am besten gefallen bisher? Ach, es ist überall interessant. Das kann man gar nicht alles wiedergeben. Es sind so viele Eindrücke, aber es ist halt für einen Musiker ist halt cool, wenn man zurückkommt, hat man eine Menge Inspiration so und kann halt vielleicht Texte schreiben. Ja, ich habe auch schon von ein paar Musikern gehört, die dann irgendwie so eine Afrika-Tour durch Zentralafrika gemacht haben und so. Das muss sehr spannend sein. Das ist auch. Ja. Steht die nächste Tour schon an? Jetzt geplant ist vielleicht, wenn es klappt, Italien so ein bisschen, was Näheres und wahrscheinlich nächstes Jahr wieder Asien, also im Prinzip, wenn die uns wieder haben wollen. Ja, so. Im Prinzip ist das Goethe-Institut dein Arbeitgeber. Wir sind so eine Art Botschafter für die deutsche Sprache und das Goethe-Institut, das sind halt die Freaks, die das bezahlen. Und die Freaks, die das bezahlen. Ich glaube, das hört man beim Goethe-Institut gerne. Ja. Liebe Freaks, die das bezahlen. Ja? Wir würden gerne auch mal mit unserer ganzen Show fürs Goethe-Institut durch die Weltgeschichte reisen. Ja? Liebe Freaks beim Goethe-Institut. Ja? Falls Sie uns zuschauen, wir haben etwa 150 Mitarbeiter. Ja? Und wären auch bereit, in 3-Sterne-Hotels unterzukommen. Ja? Und dann würden wir auch gerne Südostasien, Australien und die Subkontinente zu bereisen. Ja, bin sicher, du wirst deinen Weg machen. Also wir spielen jetzt auch sehr viel live. Also wir sind halt ja auch nicht dauernd im Fernsehen. So. Aber wir spielen ganz viel Live-Konzerte jetzt demnächst. 40 Stück. 40 jetzt. Stück? Also das heißt, so überall in Deutschland wird man euch... Genau, morgen sind wir in Berlin, in Wuhlheide. Und dann sind wir in Bergen, auf Rügen, auch kleine Sachen. Ja, also die Konzertdaten sind wahrscheinlich auf der Homepage. Auf der Homepage, Clouseau.de kann man. Clouseau.de. Wie heißt du jetzt eigentlich? Clouseau. Man kann auch Clouseau sagen, aber nicht Clueso und nicht Cloiso und nicht Cloido. So. Ja, okay. Also, Clouseau kann ich auch weiterhin sagen. Genau. Gut. Okay, weißt du schon, was du am Wochenende im Fernsehen guckst? Nein, dann habe ich sensationelle Tipps für dich, die solltest du dir mal anschauen. Die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende, bitteschön. So, meine lieben Freunde, wer rastet, der rüstet, auf los geht's los. Ja, unsere TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nicht wissen, was Sie gucken, dann weiß ich's nicht. Ja, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Gehen Sie in den Laden, kaufen Sie diese hervorragende CD. Die kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Gute Musik von Clouseau und besuchen Sie ihn auf Tour, meine Damen und Herren. Jetzt kommt Elton vs. Simon. Da haben Sie ja eben schon einen kleinen Vorgeschmack drauf bekommen. Das sollen Sie auch nicht verpassen. Und am Montag in unseren, ja, muss man wieder mal sagen, TV Total Superstar Wochen U2 hier bei uns in der Sendung. Das war's für heute. Schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.